Mutmachgeschichte Nummer 3. Die hat mit diesen Karten zu tun und dieser Rolle. Und sie handelt von Sebastian. Sebastian war ein Schüler in meiner Schule, einer Oberschule und galt als der dümmste Schüler der Schule. Im Lehrerzimmer. Immer wieder war die Rede von Sebastian, ja, der kriegt ja überhaupt nichts gebacken und ach Gott, ich herzliches Beileid, den hast du bei dir im Unterricht, naja, wird nicht werden, also der schnallt ja gar nichts. Das ist für mich immer so ein Ansatz und sagt, Freunde, vielleicht solltet ihr ein bisschen an eure Nase greifen und sagen, vielleicht liegt es ja auch an der Art und Weise, wie er mit dem Sebastian umgeht. Ich kenne den gar nicht, aber es gibt keinen Kind oder keinen Jugendlichen, der so abgekanzelt werden darf. Und dann habe ich gesagt, ich könnte jetzt dagegen reden, aber ich mache auf andere Art und Weise. Und es hat sich relativ schnell ergeben, wir hatten einen Talentewettbewerb und davor gab es eine Projektwoche. Und in dieser Projektwoche habe ich gesagt, ich mache Gedächtnistraining. Und diesen Sebastian sprach ich an, ob er nicht Lust hätte, bei mir mitzumachen. Ja, kann ich machen. Er hatte eh keinen Bock oder keine Lust irgendwie auf irgendwas anderes. Und ja, da hat er mit mir mitgemacht und hat er echt Spaß gehabt diese Woche. Und irgendwie sollten wir dann zeigen, was wir in dieser Woche gemacht haben. Das war also, wie gesagt, am Ende so eine kleine Talente-Show. Einige haben Basketballtricks vorgeführt, andere haben getanzt. Und ich dachte, na okay, dann machen wir eine kleine Gedächtnisshow. Unter anderem mit dem dümmsten Schüler der Schule. Und mein Basti musste nach Anleitung von mir mit diesen zwei Karten hier die Zahl Pi auswendig lernen bis zur 50. Stelle. So, soweit klar. Ich habe ihm gezeigt, wie es geht. Ich habe auch gesagt, pass auf, ich gehe und guck mal doch mal, wie lange du brauchst. Und dann schauen wir mal. Ich habe diese Technik, diese Almuttechnik genutzt. Und ja, dann hat er die gelernt. So, und konnte die dann. Er sagt, okay, deine Hausaufgabe bis morgen ist, du nimmst mal eine Tapetenrolle und schreibst dort diese Zahl Pi auf. Gesagt, getan, Basti ging nach Hause, hatte natürlich noch ein bisschen was zu wiederholen und dann vor allen Dingen seine Zahl zu schreiben. Und dann kam ich ins Lehrerzimmer und habe natürlich nicht gesagt, dass wenig da vorne habe, weil andere haben gesagt, und was bereitest du vor, was hast du vor? Und dann sagte ich, naja, ich will die Zahl Pi aufsagen lassen. Ach, das ist toll, sagt sie. Dachte die eine Kollegin, dann sagt, meine Tochter hat nämlich den Pi-Wettbewerb gewonnen. Sie geht ans Gymnasium, hat sich 3 Wochen lang intensiv vorbereitet, jeden Tag 1 Stunde gepaukt und sie ist bis zur 99. Stelle gekommen am Gymnasium. Und das war der Schulrekord. Ich habe meinen Basti angerufen und gesagt, Basti, wir erhöhen auf 100. Okay. Der kriegt dann noch 2 Karten von mir, also jetzt hat er ja 4. Und erhöhte auf 100. Am nächsten Tag, die Turnhalle war mit 250 Leuten besetzt. Vorne saßen der Direktor, und der Bürgermeister und noch ein paar andere Promis. Und dann kamen wir ran und hinter unserem Basti wurde also da die Rolle nachher aufgerollt. Also das war klar. Aber bevor er auf der Bühne war, waren nun alle gespannt, wer denn nun so eine Gedächtnisleistung bringen konnte. Und jetzt kam Basti auf die Bühne. Und alle guckten mich an und sagten, hä, doch nicht der. Der ist doch der Dovi. Der kann das doch gar nicht. Also Gott, jetzt blamiert er sich wirklich. Und hinter dem Basti wurde jetzt diese Zahl aufgerollt. Und er ratterte die runter wie von einer Maschinenpistole rausgeballert. So, und die Runde wurde immer länger. Es war natürlich eine Tapetenrolle und die ging um die halbe Turnhalle herum. Die Leute wussten nicht, was jetzt gerade passiert war. Und dann war er fertig mit der 100. Stelle. Es war die 7. Und dann sagte ich, naja, liebe Freunde, also wir müssen mal vielleicht noch dazu sagen, es gibt einen Schulrekord von dem Gymnasium, das ist das da drüben, das ist bei 99. Dieser Herr hier hat gerade 100. Er hat also gerade einen sensationellen Stadtrekord aufgestellt.
und es klatschte noch keiner. Die waren so verblüfft. Keiner wusste jetzt gerade, was passiert ist. Und dann sagte ich noch, okay, Basti, pass mal auf, also im Moment klatscht ja noch keiner. Vielleicht solltest du mal das rückwärts nochmal aufsagen. Und dann erzählte er in der gleichen Geschwindigkeit die Zahl wieder rückwärts auf. Und ich unterbrach dann bei 75 und sagte, okay, ich glaube, das haben sie alle verstanden. Da habe ich den Bürgermeister nur nochmal gebeten, sag mir eine Zahl mitten von 0 bis 100, welche Zahl soll er nehmen? Und dann hatte er, weiß ich, 52 gesagt. Und dann sagte der Basti, müsste 7 sein. Und das war auch richtig. Und und dann wurde geklatscht. Aber so, Standing Ovation, alle standen auf und waren sowas von begeistert von dem Kerl. Und er schwebte regelrecht von der Bühne runter. Und dann sagte er mir so beim Runtergehen, Herr Vogt, die haben geklatscht. Sagt, ja, und zwar mit Recht. Ja, aber die haben wegen mir geklatscht. Ja, Basti, du hast gerade eine Gedächtnisleistung gemacht, die keiner im ganzen Saal nur ansatzweise gekonnt hätte. Das finde ich cool. Und danach kam er auch wieder regelmäßig zur Schule. Er war nämlich ein Schulverweigerer. Dadurch, dass er ja keine Erfolge mehr hatte, hat er auch keinen Sinn mehr darin gesehen, zur Schule zu gehen. Und so endete seine Dummheit in den Augen der Kollegen und der Mitschüler und verwandelte sich in ein gleichberechtigtes Schulmitglied. Euer Jens.